So, da sind wir dabei mit Spider-Man, mit Spider-Man. Oh mein Gott, ich weiß noch, wie ich mich versprochen habe, bei Shattered Dimensions war das, da habe ich gesagt, willkommen zu Spider-Man und das war ein bisschen peinlich. Das war für mich überhaupt nicht lustig, aber ich wurde belustigt, ja. Ich wurde ausgelacht, weil ich einfach das nicht ordentlich ausgesprochen habe. Gut, wir haben jetzt nur noch einen Generator hier. Ich komme da nicht rein. Moment, führt da vielleicht ein Lüftungsschacht da rein oder irgendwie so? Nein. Dann gucke ich jetzt einfach mal. Warte, hier war ich doch zuletzt jetzt. Nein, war ich auch nicht. Wo war ich denn gerade? Ich kam von da, glaube ich. Genau. Genau. Von hier. Wenn ich so hoch springen könnte. Oh, Mann, hier. So. Ach, hier. Muss ich nicht. Generator kaputt. Einer übrig. Ich weiß nicht wohin. Dieser Schacht scheint mir verdächtig. Da sind wir im letzten Part reingeklettert, aber der hat uns einfach nur in den anderen Raum geführt. Moment, oh mein Gott. Das ist alles so irritierend, wenn er so immer kopfüber und dann rechts und dann links und dann, keine Ahnung. Verliere ich schon mal die Orientierung. Oh, kannst du nicht schneller krabbeln? Nee. Geht nicht. So. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part von Spider-Man. Ich habe keine Ahnung, wohin ich muss. Moment. Erstmal runter. Und dann vielleicht mal erstmal hier das hier holen. Das ist mir vorhin so ins Auge gestochen. Mal gucken, vielleicht habe ich von hier eine bessere Sicht. Erstmal hier drauf. So. Ja, da hinten ist ein Lüftungsschacht. Ah, Moment. Jetzt habe ich's. Ich war hier schon. Moment. Wo wollt ihr jetzt hin? Genau. Ab, da nach hinten. Oh mein Gott. Und zwar, lass mich kurz überlegen. Vielleicht wisst ihr es ja schon, aber bestimmt nicht verraten. Genau. Ich bin so gut. Ich habe den Schacht vorhin gar nicht bemerkt, als ich hier im Raum war. Moment. Ist das nicht derselbe? Nein, das ist nicht derselbe. Oh, oh. No way, it's the same room where I was before. Mein Englisch. Comichefte. Sollen wir mal erraten, wie viele Comichefte es hier gibt? Also ich habe jetzt knapp 75 ungefähr. Und es gibt noch eine Menge. 400 sagst du? Okay. Ich sag, es sind 358. Ich habe keine Ahnung, wie viele Comichefte es sind, aber... Oh, fail. Moment, ist hier was? Nein. Dann werde ich mal gleich eine Tarnattacke hier ausüben. Damit der Instant Death One Hit ist, damit ich mit dem nachher keine Probleme habe. So. Ach, bei denen kann ich auch Tarnattacken machen, das ist schön. Das ist sehr schick, ja. Okay, du willst im Dunkeln kämpfen? Dann kämpfen wir im Dunkeln. Ich will den blöden Roboter mit einer Tarnattacke ausschalten, weil der macht am meisten Aua. Warte, vielleicht. Wenn ich kopfüber bin. Was seid ihr für Soldaten? Ach, so schalte ich sogar zwei mit einem Mal aus. Das ist herrlich. Ja. Wie das fix hier. Solange die Roboter weg sind, die machen halt am meisten Damage. Und die nerven auch verdammt, weil du musst erstmal ihr Schutzschild irgendwie beseitigen und dann kannst du die angreifen. Und die machst du fluppi-muppi weg hier. Gut. Hier leuchtet noch was. Hörst du immer so ein bisschen? Das knistert immer so, das ist sehr schön. Gut, Generator. Ich komm. Oh Gott. Meine Nase juckt. So. Und der letzte. Jetzt kann ich vorbei. Da mache ich hier Smythe oder wie der auch immer heißt, mache ich wieder gesund. Wenn gebe ich Gegenmittel, dann ist das Spiel vorbei. Glaube ich mal, ich weiß es nicht. Runter in die unteren Ebenen. Runter in die unteren Ebenen.
Oh, das ist so gut. Oh, das muss ich die auch noch kaputt machen, oder wie? Das kann ich gerade gar nicht brauchen. Oh, oh, oh. Das ist bitter. Das ist bitter. Ach du Scheiße. Okay, jedes Mal, wenn ich den Boden irgendwie berühre, dann ist Feierabend hier. So, jetzt nur noch einer. Das ist ja leicht. Ach, da vorne ist noch ein Comic-Heft. Das muss ich mir gleich mal schnappen noch, bevor ich nachher keine Chance mehr habe. Ah, sehr schön, Fail. Oh, ich muss hier hin. Kann ich von hier aus schlagen? Nein. Ich glaube, bei einem Spider-Man, ich glaube, bei Spider-Man 2 oder 3 konnte man sogar schlagen, wenn man irgendwie an der Wand hängt. Also nur so gemacht. Finde ich ganz cool, aber hier gibt's sowas nicht. Der neue Spider-Man kann sowas halt nicht. Der ist unskilled. Jo, Charakter-Update, freigeschaltet. Gucken wir uns direkt mal an, was gibt's denn hier so Tolles? Netzschlag. Mach einen Netzhieb, R3 und drücke, bevor du den Gegner reißt für einen mächtigen Mehrfachangriff. So Shoryuken mit Beinen quasi. Netztrag. Oh, mach einen Netzhieb und drücke, bevor du den Gegner reißt, um den Gegner in der Umgebung mit Netz außer Gefecht zu setzen. Das ist cool. Was ist das? Blockiert. Wir sind verwundbar, wenn du eine Combo-Boost-Serie schaffst. Ja, ist langweilig. Ich will das hier. Netztragan. Orkan. Ich dachte, das sieht aus wie ein D. Ich dachte, was ist Netztragan? Ich kann es mir gar nicht holen. No. Aber ich kann mir hier was holen. Hier, Netzorkan. Drakan. Aber die Billigvariante davon. Habe ich mir schon alles geholt hier. Moment, dann holen wir uns das hier noch. Netzdrakan. So. Hier ist noch einige Sachen, die ich noch freispielen muss. Was gibt's hier denn? Brückenbauteil 1. Gut, interessiert uns nicht weiter. Da muss ich jetzt runter. Ah, was soll's. Okay. Versuche ich mal morgen bei der Treppe auf. Für die Fahrt will ich mein Geld zurück. Vielleicht klappt's ja. Ja, erstmal gucken, ob wir was verpassen. Nein. Sieht schon mal gut aus hier. Meinst du, dass Spider-Man hier vorbeikommt? Hier sind immerhin nicht gesehen, viele von uns. Weiß nicht. Solange ich dafür bezahlt werde, ist mir das egal. Okay. Und jetzt klappe. Oder der Boss erzählt uns, dass wir nicht fürs Quatschen bezahlt werden. Eigentlich ist es eher so, dass ich nicht genug bezahlt kriege, um mir dein ewiges Gequassel anzuhören. Hm? Was? Wunderschöne Schmetterlinge? Dann machen wir... Ihr zwei braucht gerade mal etwas Zeit für euch. Machen wir die beiden auch zu Schmetterlingen. Und dann auch die hier. So. Ich glaube, jetzt kann ich mir den Orkan holen. Tut mir leid, hab den Mistelzweig Komm, vergessen. Level up. Level up. Level... So, Drakan, wo bist du hier? So, ich glaube, das waren alle Gegner hier auf dieser Ebene. So, da hinten... Man sieht so schön meine Spur, weißt du, da hinten überall. Kokons. Das sind alles meine Kinder, meine Babys. Kann ich da runter? No. Oh mein Gott. Nein! Ich bin gefangen. Hilfe. Hilfe. Holt, holt mich heraus. Scheiße. Okay. Erstmal dorthin. Erstmal Schritt für Schritt überhaupt diese Ebenen hier erklimmen, so. Bergab. Und dann... ich habe so ein Gefühl, dass gleich Gegner kommen, weil sonst würden diese beiden Fässer da überhaupt nicht stehen. Oh, er läuft selber. Ach, verriegelt, war ja klar. War ja klar. Das blöde Gegner kommen. Von der anderen Seite bestimmt auch noch welche. Ne, doch nicht. Moment. Netzdrakan ausprobieren. Hier kommt noch mehr Schmerz. Klappt ja wie ein Schnürchen. Aber ich finde immer noch, es sind zwar hier ziemlich geile Kombos und so, also die ganzen Schläge sehen hier echt sneaky aus und was für Moves er macht, diese Akrobatik und so, ist ja schon ganz geil. Aber trotzdem, die besten Schläge und die besten Kombos waren immer noch bei, war das Web of Shadows, genau. Das, was ich zuletzt gespielt habe. Oh, dort waren solche coolen Moves. Oh Gott, der Kampf dauert gerade so lang. Ja, stimmt. Wer zuerst kommt, wird zuerst verprügelt.
Kann also mitten im Flug einfach mal kurz das Kostüm wechseln auf die böse Seite. Viele wollten ja, dass ich die böse Seite spiele, aber ich habe nun mal ein gutes Herz. Wer es glaubt. Ja. Peinliches Husten. Oh, guck mal, das Schild steht wie eine 1. Ach, scheiße, ich wollte es umkippen. Geht nicht. Okay. Hätte ich davor machen sollen. Statt mich mit denen rumzuschlagen bis zum Get-No. Oh, oh no. Warte, ich kann zwei auf einmal auf jeden Fall. Entweder mache ich die beiden oder die beiden. Ene, mene, mu. Und raus bist du. Okay. Das heißt dann, dass ich die machen muss, gell? Ach so, okay, bye bye. Spider-Man! Oh mein Gott! Du Idiot! Oh mein Gott! Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot! La la la, ihr seht mich nicht! Ja, ich sterb sowieso, also von daher war es mir scheißegal, was ich da gerade mache. Fuck, okay, warte. Wenn ich die beiden hole, dann muss ich schnell mit den Netzen auf die anderen beiden machen. Ja, ihr kennt ja das Geräusch, wenn Spider-Man ihr sein Netz schießt, dann macht sie mal... Hört sich leicht pervers an, so nach Fab-Time. Aber das ist schon in Ordnung. Okay, das lädt mir ein bisschen. Ach, während das lädt, können wir hier. Trey heißt das. Wir stehen unter Quarantäne. Wie auch immer, du musst nur aufpassen. Das Virus kann sich ja nicht über die Luft verbreiten. Kann es nicht? Ich glaube schon, hat einer gesagt. Und damit hat er auch, glaube ich, verdammt nochmal recht. Okay, FPS-Einbrüche. Noch mehr FPS-Einbrüche. FPS, ihr könnt euch gerne fangen. Da hätte ich nichts dagegen. So, bevor ich da runtergehe, muss ich erstmal wirklich abwarten, dass die FPS sich fangen. Okay, ich glaube... Nein, okay, immer noch kleine FPS-Einbrüche. So. So. Also, jetzt holen wir uns... Oh, mit FPS-Einbrüchen ist das... gar nicht gut. Gar nicht gut. Wir versuchen's, weil wir es können. Ja. Oh, es hat auch wundervoll geklappt. Naja, fast zumindest. Holt den Freak runter. Ach du Scheiße. Okay, das wird doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Oh, irgendwas sieht mich. Ach du Scheiße. Was war denn das, bitteschön? Irgendwas hat mich gesehen. Die Laser. Die scheiße Laser hat mich gesehen. Oh, Moni, oh, Peter. Oh, Peter Parker. Kurva. Scheiße, Mist. Das ist doch schwieriger, als ich dachte. Also erstmal hole ich die beiden hier. Obwohl, ich kann doch eigentlich... Was mache ich eigentlich? Ich kann doch eigentlich bis ganz nach hinten durchkrabbeln, den Generator zerstören und so schnell wie möglich abhauen. Mit den FPS-Einbrüchen, ja. Du sagst es. Tarnattacke. Da fuck, bug, okay. Zum Gunsten von mir. Von mich. Von Moa. Noch eine Tarnattacke. Tut mir leid, Leute, falls ich gerade Bug-Using mache, aber ich glaube, ich so komisch so am meisten vorbei, voran. So, da ist noch einer. Oder? Nee, das ist der, wo hängt. Genau, ich dachte schon. So, ich traue mich jetzt gar nicht runter.
Diese blöden Lichter. Könnt ihr mal ausgehen? Die gehen echt hier von alleine aus. Vergiss es! Ich setze nicht mein Leben aufs Spiel! Aber da vorne, die wollten schon hierher kommen. Bisschen Kopf drehen. So, ich erledige einfach mal die Dinger hier. Und direkt den nächsten. So. Weil die machen ordentlich Aua. Und die haben noch nicht mal was gemerkt hier unten. Das ist schon ein bisschen gerade peinlich, ihr Idioten. Klopf, klopf, beide da. Aus dem Weg, Kumpel. So. Jetzt weiß ich nicht, ist auf der anderen Seite auch nochmal sowas? Ja? Also muss ich auf die andere Seite? Suchmuster! Sofort! Findet die Spinne und zerquetscht sie! Und er sieht da hinten nichts. Du kriegst gar nicht genug von mir, was? Oh yeah! Du bist also unser nächstes Ziel! Geht doch! Das reicht jetzt! Und die Signature Move und dann. Okay, so. Oh, ich wollte das aufsammeln. So, hier ist gar nichts. Da muss ich hoch wahrscheinlich. Mit sehr. Oh, da oben sind welche. Okay, Moment. Haben die mich gesehen? Nee, sind ja Idioten. Die sehen sowas nicht. So. Ja, die gucken auf mich, ne? So? Echt? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So. Jetzt kletter ich über die. Hol mir erstmal die hier. Weil. Ja, meine ich ja. Die verschieben sich. Und weg mit dir. Und jetzt noch die beiden. Ach, da sind wieder solche. Ah, okay. Erstmal gucken, ob hier irgendwo MGs sind. Nope. Na gut, Bösewichte, komm zu Spidey. Du bist draußen. Au. So. Huch. So hat er das Ding jetzt angegriffen. Und tschüss. So, jetzt bist du dran. I have made it. So, wo ist jetzt diese blöde Tür? Ich glaube unten. Nein, da hinten ist sie doch. Genau. So. Da vorne geht's hin. Aber, liebe Leute, bevor ich das hier mache, machen wir erstmal einen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Rock it off. Peace off. What the fuck? Ich weiß nie, wie ich meine Parts beenden soll, deshalb mache ich einfach irgendeinen Scheiß. Und die Leute lachen dann und sagen, boah, du, voll geil. Also, liebe Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.